Wie bitte, echt jetzt irgendwelche Spinner rufen dazu auf, die Dämme in den Flutgebieten niederzureißen und Daniel Radcliffe will eine Rolle im neuen Star Wars? Das ist doch... Hey Floyd, was geht? Oh nein. Hallo Dudes und Dudins, willkommen bei den News am Montag. Wow, als ich jetzt am Wochenende zum allerersten Mal gehört habe, dass Daniel Radcliffe Bock auf eine Rolle im neuen Star Wars hat, habe ich mir gedacht... No! Ja, danke. Genau das habe ich mir gedacht, besser hätte ich es nicht sagen können. Allerdings muss man noch mal eines sagen. Daniel Radcliffe ist nicht mehr der Harry Potter, der grenzdebil dreinblickend seinen Stab durch die Kamera schwingt. Das war Schwomo. Echt jetzt? Ich meine, wer schreibt das? Wer hat die Scheiße geschrieben? Das ist doch echt... Ey, was schreibst du für eine Grütze? Tue ich doch gar nicht. Tue ich, das steht hier aber eindeutig drinne, okay? Ja, hast du ja auch geschrieben. Alter, ich bin der Kamera-August, okay? Du bist der kreative Skriptfrosch, also was soll... Alter, nerv nicht, Mann. Ich bin du. Du bist... Was bist du? Du bist doch... Daniel Radcliffe zum Beispiel hat zuletzt in Die Frau in Schwarz ziemlich überzeugt, finde ich. Er kann also auch anders. Okay, das Problem ist aber, glaube ich, trotzdem, dass wenn ich Star Wars gucke, ich dann überall nur kleine Harrys rumwuseln sehen würde. Wer will das schon? Ich meine, Holzstock gegen Laserschwert. Meh. Aber ganz ehrlich, was meint ihr? Harry Potter meets Star Wars, Daniel Radcliffe in einer Rolle im neuen Star Wars? Ja, nein, vielleicht? Schreibt es einfach mal in die Comments und verratet mir auch, welche Schauspieler würdet ihr euch für einen neuen Star Wars Film wünschen? Also bei mir ist es... Wenn es schon jemand aus dem Harry Potter Universe sein müsste. Oh ja. Okay, wo wir gerade bei Sachen sind, die ich geil finde. Verstehst du? Überleitung und so? Voll gut, Mann. Kommen wir zu der unfassbaren Hilfsbereitschaft und der Menschlichkeit, die in diesen beschissenen Zeiten in den Flutkatastrophengebieten immer wieder zu beobachten und vor allem zu bewundern ist. Während der Hochwasserkatastrophe hier in großen Teilen Deutschlands zeigt sich wieder, dass die Menschen, die in so einer kaputten Konkurrenzgesellschaft leben, doch plötzlich alle miteinander anfassen und sich gegenseitig unterstützen können. Völlig egal, ob Student, Berufssoldat, junge Familien, jeder tut bis zur Erschöpfung das, was er kann, um anderen zu helfen, um andere zu unterstützen. Das finde ich großartig. Das hat mein aller fettesten Respekt verdient. Aber an derselben Stelle, in diesen Gebieten, gibt es auch Vollidioten, die sich... Ich hab keine Worte dafür. Ey, und das passiert echt nicht oft. Die sogenannte Germanophobe Flutbrigade zum Beispiel, eine Gruppe aus deutschen feindlichen Linksextremen, ruft dazu auf, die Dämme einzureißen, um sich am Leid der Deutschen zu erfreuen. Was zum Fick? Ganz genau, da reicht ein Facepalm einfach nicht mehr aus. Ich bin froh, dass da Polizei und Bundeswehr wirklich sofort reagiert haben, das Ganze ernst genommen haben und die gefährdetsten Dämme wirklich rund um die Uhr überwacht werden. Ich persönlich muss auch sagen, ich habe überhaupt kein Verständnis für so eine Scheißaktion. Warum tut man das, wenn irgendwelche Vögel Probleme mit Politikern haben oder auf ihr Heimatland nicht klarkommt? Okay, mir egal. Geht. Aber Existenzen zerstören, sich am Leid anderer ergötzen, ganze Familien auseinanderreißen? Was ist los bei euch? Was sagt ihr dazu? Eure Meinung einfach mal jetzt ab in die Comments und Transition! Splendid! Wo wir gerade bei was total Krankem waren, flutscht ja heute wieder von Thema zu Thema, ey. Da kommen wir doch gleich mal zu den neuen RFID-Chips, über die jetzt auch in Deutschland nachgedacht wird. Was das ist? Aufgepasst. Das sind Computerchips, die sich wie eine zweite Haut an deine Haut anschmiegen. Man spricht auch von Computerchip-Tattoo, aber das ist nicht richtig. Das ist mehr so eine Klebefolie oder so eine coolen Sachen, die man früher als Kind hatte. So, Papp, USB Hard, Totenkopf. Ihr wisst schon, solche Wasser-Dingens-Tattoos. Auf jeden Fall lassen sich diese Computerchips an ziemlich jeder Körperstelle anbringen, da sie vollkommen elastisch sind. Was ist der Sinn von solchen Chips? Ganz einfach. In diesem Falle sollen sie dafür... Was war das jetzt gerade? Sinn der Chips ist es auf jeden Fall in Zukunft... Was ist das? Alter, was soll das denn? Was? Kannst du bitte aufhören, ständig Emma Watson ins Video reinzuschneiden? Das ist gar nicht mehr Thema, Junge. Wir mögen Emma Watson aber. Die Alte ist heiß. Ich weiß, aber es stört. Na dann, hör doch einfach auf damit, okay? Was, wie soll ich denn einfach... Was zum... Oh. Alter, ich glaube, ich brauche mal Urlaub. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die könnte dir der RFID-Chip in Zukunft auch sagen. Sogar bestätigen. In Zukunft sollen die Dinger nämlich unter anderem zur Vitalüberwachung eingesetzt werden. Der Chip meldet es, wenn man krank ist und kann sogar erste Diagnosen stellen. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen.
Keine Diagnose, hast du usch was von denn noch so. Supergeil ist diese Erfindung auf jeden Fall zum Beispiel für Altersheime und natürlich für Krankenhäuser. Klar, man hat jetzt auch schon wieder Angst vor militärischen Zwecken und man hat jetzt schon wieder Angst vor der totalen Überwachung und so weiter, aber die Grundidee an sich finde ich persönlich ziemlich genial. In Deutschland ist es nun mal so, dass wir unglaublich wenig Personal in so wahnsinnig wichtigen Berufen wie beispielsweise Krankenbetreuung oder Altenpflege oder generell im Pflegebedarf haben. Kein Wunder, ehrlich gesagt, wenn Leute, die auf andere Leute Geld aufpassen, ungefähr 1 Million mal so viel verdienen wie jemand, der den ganzen Tag buckelt und sich um andere Menschen kümmert. All props to politics. Nein. Der medizinische Nutzen und vor allen Dingen auch der personelle Nutzen, um eben Krankenhauspersonal beispielsweise zu entlasten, den finde ich persönlich schon mal eine echt richtig coole Sache. Wie seht ihr das? Steht ihr auf sowas oder habt ihr da auch zu sehr Bedenken, wenn es in so eine Richtung geht, dass man jetzt Vitalfunktionen via Computerchip überwachen lässt? Schreibt es in die Kommentare und vor allen Dingen lasst mal einen Kommentar da. Was ist das Top-Thema, was euch zurzeit am meisten beschäftigt? Vielleicht quatschen wir darüber am Donnerstag ja mal. Bis dahin, wenn euch das Video ein bisschen den Tag versüßt hat, dann vergesst nicht eine nach oben eine Daumierung dazulassen. Tolles Wort, oder? Ich danke euch für Bewerten und Teilen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns am Donnerstag und bis dahin. Cheers, Jungs, Mädels. To the hood, guys. Immer wieder schön.